Oh, die sehen ziemlich zugerichtet aus. Waren wir das? Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich hoffe echt, dass es kein Traum ist. Alles gut, Cosma, lass uns gehen. Eine kurze Frage zwischendurch. Ja. Meinst du, das war schon? Nö. Ehrlich? Also, ich weiß, das Spiel endet gleich, ja, aber ich glaube, da kommt doch irgendwas. Was meinst du? Was Nee, kommt? ich weiß ja, aber ich habe so das Gefühl, Nee, was meinst du, was kommt? dass das Leuchtfeuer entzündet wird, wahrscheinlich irgendwie. Ja? Felix, Kann sein. was machst du da? Ich kann nicht aufgeben, Cosma. Was? Aber wir haben dich doch gerade gerettet. Ich habe euch nie gebeten, das zu tun. Felix, du gehörst nicht zu ihnen. Du kannst jetzt gehen, wohin du willst. Warum tust du nur so etwas? Ich verstehe es nicht. Die vier Leuchtfeuer müssen entfacht werden. Du willst die Leuchtfeuer entfachen? Das ist doch lächerlich. Ich dachte mir, dass du so etwas sagen würdest. Aber ich werde es trotzdem tun. Wartet. Wenn er versucht, die Leuchtfeuer zu entfachen, dann ist er doch unser Feind. No shit, mate. Mach, was du willst, Chaos, aber wenn du versuchst, mich aufzuhalten, werde ich gegen dich kämpfen. Ich hoffe, ihr glaubt nicht ernsthaft, ihr hättet uns besiegt. Was zum Teufel? Wieso stehen sie wieder? Ihr mögt nicht vernichtet worden sein, aber ihr könnt kaum stehen. Noch nicht, ja. Aber wir werden wieder auf den Beinen sein. Und zwar jetzt! Oh nein, er hat den Elementarstern in den Leuchtturm geworfen. Wie konnte das geschehen? Wir konnten sie nicht davon abhalten, das Feuer zu entzünden. Das ist noch nicht alles. Die Energie des Leuchtturms, was? Die Energie des Leuchtfeuers wird unsere Kräfte wiederherstellen. Mit Wodka. Wie kann das sein? Wenigstens doch das Element der Erde, oder? Ja, eigentlich schon. Satoru Seminar wird es euch erklären. Warum kann dann Venus ihre Kraft an Feuerdeppen weitergeben? Kriegen wir jetzt auch noch den Jupiterstein bitte zurück? Das wäre auch geil. Feuer und Erde stehen in einer symbiotischen Beziehung. Oh mein Gott. Dieses Licht wird unsere Psyche wiederherstellen. Wir kämpfen gegen euch, so oft es nötig ist. Wir werden nicht verlieren. Ihr mögt vielleicht uns zwei besiegt haben. Aber jetzt steht ihr dem mächtigen Feuerclan des Nordens gegenüber. Feuerclan des Nordens? Werdet Zeugen der wahren Stärke der nördlichen Wildnis. Oh, gebt es doch auf. Ich bin auch ein Feueradept. Ich kann es. Die können mir nichts. Außerdem haben wir euch einmal geschlagen. Wir werden es wieder tun. Geh, Felix, nimm Cosmo und geh. Ich darf gehen. Später haben wir vielleicht nicht mehr die Kraft, Cosmo zu beschützen. Du musst Cosmo sofort zum Schiff bringen. Worauf wartest du noch? Geh endlich! Mit Wodka. Nein, ich kann euch nicht alleine gegen sie kämpfen lassen. Willst du etwa sagen, du willst Chaos nicht verlieren? Ich frage mich, ob das wahr ist. Wie war das? War es nicht ein kleines bisschen traurig, wenn du zusehen musstest, wie dein Freund aus Kindheitstagen stirbt? Was sagst du da? Ich sagte, du bist hier, um dieses Bike aus deiner Vergangenheit zu schützen. Glaubst du wirklich, ich würde ihnen helfen? Sag mir einfach, dass ich es dir zutrauen würde. Und du, Saturas, stimmst du dem zu? Das würde ich nicht sagen. Aber am besten würde es sein, belassen, erst gar keinen Zweifel aufkommen. Wer sagt jetzt wem, was am besten für ihn wäre? Na gut, dann werde ich mich um Cosma kümmern.
Komm schon, Cosma. Warte, Felix. Ich werde dich nicht gehen lassen. Hey, Felix ist wohl euer geringstes Problem. Oh nein, sie glühen. Es ist an der Zeit, dass ihr erfahrt, was wahre Macht bedeutet. Ihre Synergie ist überwältigend. Na, es ist zu spät, davon zu laufen. Alter, jetzt dreht er durch, oder? Nein, sie verschmelzen. Sie haben sich zu einem Wesen verbunden. Bleib zurück. Warte, kommt noch ein Bosskampf? Na, freilich. Was zum Fick ist das? Voll mit Infirisius. Alter! 5000 KP. Und der muss jetzt mit Chins zu Tode spammen wahrscheinlich. Ja. Das. Ich will nur sagen, der kann eine ähnliche Attacke wie Meteor. Also. Und die ist nicht schwach. Und Corona braucht. Nee. Ja. Nee. Wollen wir mal. Flamme! Wir brauchen ein bisschen Verteidigung. So. Wir brauchen wieder mal ein paar Chins, ne? Ja, heil uns mal. Flamme! Zephyr! Ist mal schneller. Böser Ding? Warte mal. Ach stimmt, ja, wir haben Flamme gerade am Laufen. Das schützt es jetzt teilweise, ne? Draco-Reiter, was? LOL. Die Chins kommen zurück. Das gefällt mir doch. Wie fandest du denn den Bosskampf hier eigentlich, wenn man das mal so fragen darf? Oh, der ist geil. Aber ich finde ihn im zweiten Teil geiler. Da kämpfst du zufälligerweise auch gegen einen Drachen. Du magst Drachen, ne? Aber der Plot dahinter gegen den zweiten Drachen, der ist einfach noch phänomenaler. Der ist geiler. Das Spiel hat so einen geilen Plot, das ist geil. So, da würde ich was sagen. Was macht besser? Genau, wir schwächen ihn erstmal. Halt ihn, Strato! Danke! Ja, für nicht lange. So, Geysir. Fackel. Da fackeln wir auch nicht lange rum, ne? Ist es der normale Damage, den wir jetzt geschluckt haben, oder? Das war normal Damage. Ah, dann können wir das eine Weile durchstehen. Jetzt müssen wir noch gucken. Wie viele Chains brauchen wir denn noch für die Beschwörung? Einen noch. Ja, darf ich was sagen? Kiesel? Im Übrigen, du warst dumm wie Scheiß, du hast noch Status-Items. Die du hättest verwenden können. Ja. Jetzt ist es zu spät, ne? Coronavirus an die Arbeit! Nee, bei mir macht das doch keinen Sinn. Ich würde doch eine Runde warten. Am besten greifst du einfach mit mir mit Neptunoid an, weil dann kannst du immer noch heilen. Stimmt, das ist auch keine schlechte Idee. Sie hat jetzt drei Chins draußen. Halt, Neptunoid. Mia bereitet sich vor. Ich einfach immer noch die Namen auswendig kenne von den Beschwörungen. Ja. Das war ein guter Damage. Das war viel. Coronavirus! Jetzt sind alle infiziert. Infirisios muss. Das ist die Meteor-Attacke. Nein! Meteor-Attacke. Lass mich in Ruhe! Die macht Gott viel Damage. Was? Wenn man es zweimal benutzt. Du Assol! Warum haben wir. Nein. Ah, scheiße! Jetzt brauchen wir einen Chin, ne? Hast du kein Lebenswasser? Ja, Moment, wir hatten Lebenswasser gerade. Ich glaube, Ivan hat gerade. Nee, Garrett hat was. Oh, ich hasse. Gerecht!
So. Wunschquelle. Na, ich glaube, kannst du auch benutzen, ne? Er macht zwei Wunschquelle. Na, oh, keine schlechte Idee, ne? Gerecht! Fress! Alter, fast 1000 Schaden, ne? Ein Sechser wird immer fast. Fünfte. Ich dachte, der hat 6000. 5000. Okay, gut. Cool, Tatabal oder 6000? Dann, da müssen wir schon mindestens die Hälfte schon abgezogen haben. Die Hälfte muss schon längst runter sein. Oh, jetzt kommt's wieder! Warum hat das Gerrit so einfach weggesteckt jetzt? Mach das. Kann ich brauchen noch eine Runde. Nimm Cast. Macht auch einen guten Schaden. Was ist denn mit Carsten los? Gute Frage. Hm, wir brauchen die Djinns wieder, ne? Ich weiß ja nicht, wie wir beschwören. Greif mit dem Djinn an. Dann machen wir jetzt die Ohr. Das machen wir dann mit als Tierwart. Gut. Nimm mal Esse hier. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Noch einen brauchen wir hier. Mach! Moment! Mach am besten Sturm. Weil das Vieh kann auch Synergie. So. Sturm kannst du ja merken, solche versiegelte Synergie-Teile, die wirken auf Bossen immer. Cast! Aber so statusveränderte Attacken wie Cast oder sowas, na, die bringen meistens nie was. So, wir sind geheilt. Und Sturm! Und was bringt's? Yes! Er kann. Was? Ivan tot. Was? Der lebt immer noch! Warum, jetzt haben wir eher vier Chins. Moment, was ist da? Ah, jetzt können wir Granit benutzen. Cool. So, von den Chins. Ja, Meteor! Den müssen wir ganz dringend heilen, ne? Aber ganz schnell. Willst du nicht Tor benutzen und damit mir heilen? Stimmt, Tor können wir jetzt benutzen. Na, die anderen halten viel durch. Jetzt würde ich sagen, tiefes Gebet. Ich bin dir ganz ehrlich, tatsächlich erscheint mir der Boss gleich mal so schwer. Wenn ich mal die anderen Boss aus Golden Hand 2 begutachte. Es wirkt nicht auf jemand, geil! Jonas überlebt. Moment, warte mal, warte mal, warte mal. Welcher Boss hat die 5000 KP? Ist das der? Tiefes Gebet. Now, Meteor! Töte es! Der könnte sogar mal down sein sogar. Wenn er seinen Machtschlag mal. Willst du eigentlich wissen, wie viel KP der mächtigste Boss aus Golden Sun 2 hat? Hau raus. 16.000. Das ist ein Schluck wert, ne? Wie gesagt, der ist scheiße OP. So. Der ist sogar so OP, nicht mehr ich kann ihn immer schlagen. Lähm ihn. Und das ist jetzt mal kein Joke. So. Dann gibt es ja am meisten XP, oder? Los, Ivan. Oh, scheiße. Bayer aufgebrochen. Ja. Wunschquelle. Ey, der könnte sogar echt fast down sein. Naja, wenn er nicht sein Feldhalt benutzen würde, ne? Ach du Scheiße. Flamme ist wieder da! Dann let's go. Das ist geil. So, noch einen brauchen wir. Strato. Flamme. Flamme. Zephyr. Wunschquelle. Na dann, bleib mal bitte stehen, ne? Danke. Oh, eine Schutzaura. Das gefällt mir. Jo. Aber ich glaube, die hält jetzt nicht, oder? Oder die bringt das eigentlich fast gar nichts, oder? Weil er kann ja gar nicht angreifen. Er kann zweimal angreifen. Das heißt, er kann einmal angreifen, dann macht nicht viel Damage. Ich glaube, nach Gericht sollte er down sein.
Gut, dann werden wir ihn jetzt wirklich recht wohl töten, ne? Aber um sicher zu gehen, haben wir noch ein bisschen was rein hier. Dann wirst du nicht lange rumfackeln. Ja, genau. Ja, was mache ich da? Mal wunsch. Einfach nur als Vorkehrung. Priester! Unsere Verteidigung ist jetzt on board. Und jetzt müsst ihr ja sterben. Wenn ihr das überlebt, ne? 933! Wie konnten wir verlieren? Wir sind euch in allen Belangen überlegen. Dennoch habt ihr uns besiegt. Ihr Cheater! Jetzt sind sie tot. Ja. Wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. No joke, ja, sie sind tot. Wir haben sie besiegt, aber haben wir endgültig gewonnen? Ja! Obwohl wir nicht verhindern konnten, dass das Leuchtfeuer entfacht wird. Wovon sprichst du? Wir haben alles getan, was wir konnten. Wir konnten zwar den Venusleuchtturm nicht retten, aber wir haben sie geschlagen. Sie sind fort. Du hast doch gesehen, wie sie in den Abgrund gestürzt sind. Obwohl, jetzt mal eine ganz dumme Frage. Wo ist der Jupiter-Elementarstern? Den hat Felix. Dann könnt ihr aber Mars dezünden, weil den haben wir ja. Wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr darüber machen, dass irgendwer irgendein Leuchtfeuer entzündet. Ah, Felix ist fort und er hat Cosma bei sich. I'm gonna destroy this man's whole career. Was ist los mit euch? Chaos, was starrst du so? Felix! Habt ihr sie besiegt? Unglaublich. Niemand kann die ihre Macht besser als ich, wenn du sie vernichtet hast. Dann habe ich gegen dich keine Chance, Chaos. Ich muss gehen. Komm, Cosma. Warte, Felix! Warum läufst du vor uns davon? Sie sind vom Leuchtfeuer gefallen. Es ist alles vorbei. Arme Narren, wenn ihr denkt, es wäre vorbei, liegt ihr völlig falsch. Wenn ihr plant, die anderen Leuchtfeuer zu entfachen, braucht ihr immer noch... Die Elementarsterne, wir haben sie. Sie sind fort, Felix. Du musst die Feuer nicht mehr entzünden. Doch, das muss ich, wenn ich es nicht tue. Was wird dann geschehen? Es hat keinen Sinn, darüber zu sprechen. Wartet ab und seht selbst. Wenn du Cosma nicht freilässt, müssen wir sie uns eben holen. Was zum Geier? Ich glaube, der Venusleuchtturm mag dividieren, weil er hat sich geteilt. Der Leuchtturm. Chaos, sie sind zu weit weg. Wir können Felix nicht erreichen. Das ist nicht alles. Von unten kommt ein Licht. Der alles entscheidende Licht. Ah, nee, das ist nur die Energie. Der Ball. Nein, Cosma. Haltet euch, Cosma. Nimm meine Hand. Stirbt sie jetzt hier vor der Kanne. Ich kann nicht. Du musst es versuchen, sonst fällst du hinunter. Sieh nach unten. Das Fundament des Leuchtturms stürzt zusammen. Oh, shit. Der Turm geht kaputt. Warum geschieht das so? Soll der Venusleuchtturm geschützt werden? Ich rutsche, ich kann mich nicht mehr halten. Nein, lass dich los, du kannst nicht, du wirst. Auf Wiedersehen, Felix, auf und vielen Dank. Und da ist sie weg. Cosma, nein! Ich lasse dich nicht sterben. Was machst du jetzt? Alter! Das springt einfach runter. Cosma fiel nach der letzten Erschütterung. Felix ist ihr nicht hinterher gesprungen, oder? Doch. Was für ein Narr. This bitch empty! Yeet! Ich
kann mir nicht vorstellen, dass er es aus dieser Höhe wagen würde. Völlig Idiot, ich kann nicht glauben, dass er die anderen Leuchtfeuer entzünden wollte. Wenn das jetzt nicht geschehen wäre, hätten wir gegen ihn kämpfen müssen. Aber er hat sich selbst geopfert, um Cosma zu retten. Er ist nicht wie Saturos. Ich bin am Ende Chaos, wir müssen entscheiden, was wir nun tun sollen. Was wir tun sollen? Was können wir tun? Gute Frage, ne? Was mit Jenna und den anderen in Idejima? Ach ja, ich hätte ja beinahe Jenna vergessen. Wer war das doch mal? Marvin, bist du noch da? Der Bruder von Felix. Ja. Ich dachte, Marvin... Schwester von Felix. Ja, ja. Ich dachte, Marvin, du wärst weg, ne? Chaos, hör zu, wir müssen Jenna finden. Yeah. Seht doch, Chaos ist wieder zu sich gekommen. Ich bin schon die ganze Zeit zu mich gekommen. Sollen wir nicht gleich ausgehen, um Jenna und die anderen zu finden? Ja! Es wird auch Zeit, dass mir mal jemand zustimmt. Chaos, du musst Jenna von Felix erzählen. Ich weiß, es wird nicht leicht werden, aber du wirst sie sicher trösten. Was ist los, Garrett? Ich dachte nur eben, wie sollen wir nur hier runterkommen? Ja, gute Frage, ne? Gute Frage, das wird alles andere als einfach werden. Wie sprengt? Jo! Er ist wieder normal. Nee, kann das sein? War jetzt meine? Das war ja eigenartig, was geht hier nur vor? Ich glaube nicht, dass wir das jemals erfahren werden. Wenigstens können wir uns jetzt auf die Suche nach Jenna und den anderen machen. Wenn wir die finden, ne? Alles gut, lass uns gehen, Chaos, es ist Zeit, Jenna zu finden. Dann ist Yeet. Wenn wir sie finden, ne? Mhm.